Bitte, Madame. Madame? Mademoiselle? Nein. Guten Tag, Madame. Ich habe Sie kam und blieb gelesen. Ich bewundere Ihren Mut. Hier von mir, das ist mein ganzes Leben. Entschuldigen Sie mich, ich hab's eilig. Aber ich werde es lesen. Versprochen. Geben Sie mir schon mal die ersten paar Seiten. Wir könnten den Vertrag unterschreiben und wir könnten Gallimard um einen Vorschuss bitten. Nein, es ist noch zu früh. Ich will es allein fertig schreiben. Dann können Sie es im Ganzen lesen. Sie sind vielleicht stur. Sie wollen mir immer noch nicht verraten, worum es geht? Nein. Wenigstens eine ehrliche Antwort. Und Sie? Sie sprechen nie von sich? Ich bin dabei, an einem Essay über die Lage der Frau zu schreiben. Ich habe mich blindlings auf das Thema gestürzt und merke erst jetzt, welcher Berg sich da vor mir auftürmt. Kürzlich hatte ich eine Lesung mit Sartre. Da sagte einer zu mir, so wie Sie denken, das ist typisch Frau. Ich konnte ihm schwerlich erwidern, dass er nur so denkt, weil er ein Mann ist. Ich muss immer wieder feststellen, immer wieder, ganz gleich wo, dass ein Mann stets im Recht ist, weil er ein Mann ist und die Frau im Unrecht. Ich weiß nicht, wie mein Buch aufgenommen wird, aber ich lege den Finger in die Wunde. Alles andere ist mir egal. Schläge einzustecken bin ich gewohnt. Haben Sie schon einen Titel? Ich bin mir noch nicht sicher, aber das andere Geschlecht vielleicht. Und Sie? Ich habe schon einen. Die Verhungernde. Ist eine Frau hässlich, kommt das einer Todsünde gleich. Ist man schön, dreht man sich nach dir um, weil du so schön bist. Ist man hässlich, dreht man sich nach dir um, weil du so hässlich bist. Guten Tag, Violette. Guten Tag, Madame. Sie haben ein gutes Buch geschrieben. Kühn und kraftvoll. Darauf kommt es an. Sie sollten einfach erzählen. Alles. Schwarzhandel, Liebesgeschichten, die Abtreibung. Sie würden den Frauen einen Dienst damit erweisen. Simone de Beauvoir, ich begrüße Sie. Die französische Gesellschaft scheint an der Schwelle zu tiefgreifenden Umwälzungen zu stehen, die die Beziehungen der Frauen zur Schriftstellerei verändern werden. Violette Leduc, ich habe von ihr erzählt. Jean Genet. Sie sind der Größte von allen. Ohne Zweifel. Wissen Sie, warum mein Buch nicht in der weißen Reihe erschienen ist? Das sieht ja trostlos aus. Sagen Sie es nur, sagen Sie es. Anscheinend gibt es hier nur Julien Grine. Jetzt machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich verreise nur. Ich bin noch nicht tot. Und wann sind Sie wieder zurück? Die Verhungernde ist das Stärkste, was Sie bisher geschrieben haben. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, derart angebetet zu werden. Bin ich Ihnen zu hässlich, dass Sie mich nicht lieben? Ich will, dass Sie aus meinem Leben verschwinden. Aber Sie haben mir diesen Platz in Ihrem Leben gegeben. Ihr Geschrei, Ihre Tränen bringen nichts. Ihr Schreiben schon. Sie sprechen über die Sexualität der Frau wie keine Frau jemals zuvor. Voller Poesie, Wahrheit und glauben Sie mir. Eines Tages wird man Ihnen das danken. Mein Fall ist kein Einzelfall. Ich habe Angst vor dem Tod und ich leide daran, auf der Welt zu sein. Ich werde gehen, wie ich gekommen bin. Unverändert. Beladen mit meinen Fehlern, die mich gequält haben. Si je manquais d'amour